Harry Potter lebte im Ligusterweg Nummer 4 bei seinen schrecklichen Verwandten und deren Sohn Dudley. Harry wurde häufig in sein Zimmer gesperrt und obwohl er ein Zauberer war, konnte er sich nicht befreien, da ihm das Zaubern außerhalb der Schule nicht gestattet war. Eines Abends erschien ein Hauself namens Dobby in seinem Zimmer. Harry Potter darf nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wenn Harry Potter nach Hogwarts zurückkehrt, ist er in tödlicher Gefahr. Kurz nachdem Dobby verschwunden war, kamen Harrys bester Freund, Ron Weasley, und seine Brüder Fred und George in einem Ford Anglia angeflogen, um Harry zu befreien. Sie nahmen ihn mit zu sich nach Hause in den Fuchsbau, wo Harry den Rest des Sommers verbrachte, bevor er mit Flohpulver in die Winkelgasse reiste. Harry traf sich mit Rons Schwester Ginny und ging mit ihr zu Flourish und Blotts, wo der berühmte Buchautor Gilderoy Lockhart sein neuestes Buch signierte. Heiliges Kanonenrohr, ist das? Nein, sicher nicht! Er ist es! Das ist Harry Potter! Meine Damen und Herren, dies ist genau der richtige Augenblick für eine wichtige Ankündigung. Mit ausgesprochenem Vergnügen kann ich ankündigen, dass ich die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Ah! Wette, das hat dir gefallen, Potter. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen. Lass ihn in Frieden. Er hat das alles gar nicht gewollt. Potter, du hast ja eine Freundin. Ich vermute mal, deine Eltern werden einen Monat lang hungern müssen, um die ganzen Bücher für Hogwarts bezahlen zu können. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Armen und Bedürftigen zu helfen. Harry, wir haben den Zug verpasst. Der Hogwarts Express ist vor 5 Minuten abgefahren. Oh nein, was sollen wir nur tun? Nun, Dad ist heute Morgen mit dem Ford Anglia zur Arbeit geflogen. Er steht in der Charing Cross Road. Okay, nur so können wir noch pünktlich zur Schule kommen. Als sie sicher waren, dass sie niemand beobachtete, flogen Ron und Harry im Ford Anglia davon. Jetzt müssen wir nur noch auf Flugzeuge aufpassen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Puh, das war knapp. Wir sind sicher bald da. Ich glaube, das Auto gibt den Geist auf. Na komm schon, Auto. Na los, weiter. Stopp, halt! Hier bin ich, Harry. Die peitschende Weide hat mich im Griff. Mach dir keine Sorgen, Ron. Ich komme rüber und befreie dich. Halt durch! Mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, Harry. Hallo und herzlich willkommen bei Ace Fall Gaming. Wir beginnen eine neue Let's Play-Reihe. Und zwar Harry Potter und die Kammer des Schrecks. Wir spielen Harry. Tun kann ich mit einem Allohomora-Zauber öffnen. Während unser Abenteuer halte die linke Maustaste gedrückt, um einen Zauber anzuwenden. Bis wir in die Kammer des Schreckens kommen, natürlich. Wie es im Titel schon sagt. Ja, wir sind jetzt gerade. Wenn ich über niedrige Mauern klettern möchte, brauche ich nur die Wasserspeier als Ziel verwenden. Die ist in London bis Hogwarts geflogen. Dies ist ein Speicherbuch.
geh durch es hindurch, um deinen aktuellen Spielstand zu speichern. Wenn du ohnmächtig wirst, spielst du automatisch an der Stelle weiter, an der du zuletzt ein Speicherbuch berührt hast. Ja, da haben wir schon gespeichert. Ja, in Hogwarts gibt es alle möglichen Geheimnisse, wo man Bohnen finden kann, Bildkarten. Das wird jetzt auch noch erklärt gleich. Da sage ich nicht so viel dazu, das macht dann alles für den Erzähler. Hendo kann ich das Gepäck bis an die Kante schieben. Oder Harry selber oder Ron. Wie auch immer. Der Ast windet sich um mich wie eine Schlange. So, das Auto. Da hat Arthur Weasley wohl Scheiße gebaut. Ein Schokofrosch. Schokofrösche geben dir neue Kraft. Außerdem schmecken sie köstlich. Ja, den können wir gerade sehr gut brauchen. Lecker. Mit Alohomora kannst du mit Magie verschlossene Dinge wie Truhen und Türen öffnen. Ja, da haben wir schon so eins der ersten Geheimnisse gefunden. Das braucht man gar nicht hier, um die Story zu spielen, glaube ich. Es geht hier einfach weiter geradeaus. Prima, Harry. Versuch mal, ob du Flipendo auf diesen Ast anwenden kannst, um mich zu befreien. Ich glaube, da hinten ist was zum Verzaubern. Hey, Ron, spring einfach runter. Hey, das hat jetzt das gegen Danke, den Ast Harry. Gestoßen, der Zauberspruch. Das war sehr nett von dir. Ja, bitte, Ron. Keine Ursache. Oh nein! Oh oh. Das Auto macht sich von dannen. Komm zurück! Super! Mein Vater wird sich nicht gerade darüber freuen, dass sein fliegendes Auto weg ist. Wir sollten uns besser beeilen. Es wäre nicht gut, wenn Professor Snape uns hier noch so spät erwischen würde. Leicht buggy. Mit Lumos kannst du nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern auch mit Magie versteckte Gegenstände enthüllen. Laufe einfach auf einen Vorsprung zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Versuch, alle Bohnen auf den Vorsprung einzusammeln, Harry! Ron ist schon ziemlich gemein, oder? Der hat immer einen Teleporter dabei. Das sind Bertie-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ich sollte so viele wie möglich davon sammeln. Ich kann sie später sicher noch gebrauchen. Hey, noch ein Schokofrosch. Harry, du musst dich dort hinten auf den Vorsprung stellen! Mit Flipendo kannst du diesen Steinblock nach vorne schieben. Steig dann hinauf, um auf den Vorsprung zu springen. Flipendo! Ja, den Schokofrosch sammle ich jetzt nicht mehr ein. Wir haben eh volles Leben. Wanderer Speier oder Mondfigur, was auch immer es sein mag, zum Verzaubern. Nicht schlecht. Ich habe auch immer gerne eine Treppe, die sich auswehrt. Sowas brauche ich auch. Unbedingt. Dies ist eine bronzefarbene Bildkarte. Insgesamt sind 50 dieser Karten in ganz Hogwarts verstreut. Immer wenn du 10 Bronzekarten eingesammelt hast, füllt sich deine Kraft auf. Drücke auf die Escape-Taste, um auf dein Folio Magi zuzugreifen und dir die bisher gesammelten Bildkarten anzusehen. Ja, die Bildkarten schauen wir uns nachher an. Gleich, nachdem wir hier diese Rüstung verzaubert haben, lass die uns ganz viele Bohnen geben. Du hast auch. So, jetzt können wir mal uns die Bildkarten anschauen. Okay, da haben wir so eine Zaubertrank-Zauberin, irgendwie sowas. Ja, lass uns weitergehen. Ich kann mich noch erinnern, früher, diese Ladezeiten waren so lang. Inzwischen andere PCs. Es hat aufgehört zu regnen. Na, wenigstens sind wir trocken, wenn wir von der Schule verwiesen werden. Los, wir machen uns besser auf den Weg zur Schule. Ja, das Spiel ist schon relativ alt. Hier können wir noch einen anzaubern. Okay, du hast nichts mehr auf uns. Komisch.
Drachen haben wir immer Boden dabei. Da hinten sehen wir noch eine Bildkarte. Da können wir aber noch nicht hoch. Alles eine Frage der Zeit. Zum Gryffindor-Schlafsaal geht es rechts herum. Erinnerst du dich? Die Schule scheint ziemlich leer zu sein. Alle anderen Schüler sollten eigentlich gerade hier in dieser Halle sein, aber das Spiel mag das nicht so. Weil es ist gerade das Begrüßungsessen. Oder es ist gerade erst rum. Zum Schlafsaal geht es hier hinauf, Harry. Da ist ja endlich das Porträt der fetten Dame. Sag ihr das Passwort, damit wir ins Bett können. Ich dachte, du hättest das Passwort. Warum sollte ich das Passwort kennen? Warum sollte ich es kennen? Wir waren doch die ganze Zeit zusammen. Du hast recht. Ich habe da so eine Ahnung, wer es wissen könnte. Komm, da seid ihr vom ja. Teufel. Gerade zum richtigen Zeitpunkt. Es gab die lächerlichsten Gerüchte. Jemand meinte, ihr wärt wegen eines fliegenden Autos rausgeflogen. Hermine, bitte, wir sind müde. Kannst du uns nicht einfach das Passwort sagen? Bartvogel. Schön, Sie wieder zu sehen, Mr. Potter. Da seid ihr ja. Gar nicht übel, das Jahr mit einem solchen Knaller zu beginnen. Übrigens, Mom ist ganz schön sauer. Ihr habt bestimmt schon von dem Bohnenhandel gehört, den wir aufgebaut haben. Er basiert auf Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Fred, ich und ein paar andere bieten Tauschgeschäfte in Hogwarts an. Ab und zu triffst du auf jemanden, der dir einen Gegenstand zum Tausch anbietet. Du bekommst den Gegenstand, wenn du ihm genügend Bohnen dafür gibst. Wo kriegen wir bloß all die Bohnen her? Sie sind überall versteckt. Man kann sie nicht übersehen. Du wirst schon bald genug haben, um mit dem Tauschen zu beginnen. Ich würde sehr gerne Geschäfte mit dir machen. Ja, Fred und George sind schon zwei komische Vögel. Als Harry den Gemeinschaftsraum betrat, wurde er von den anderen Gryffindors mit Jubelrufen begrüßt. Wegen ihres kleinen Unfalls mit der peitschenden Weide wurden Harry und Ron von den Gryffindors als Helden gefeiert. In dieser Nacht schlief Harry tief und fest. Er freute sich auf seinen ersten Tag in Hogwarts. Guten Morgen, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Lockhart fängt gleich an. Seine Bücher sind einfach toll. Er ist wirklich ein brillanter Schriftsteller. Der Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist im dritten Stock. Folge uns! Also hier wird die Folge beendet. Verteidigung gegen die dunklen Künste wird in der nächsten Folge stattfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert uns, damit ihr kein Video mehr verpasst. Danke für euren Support.